Guten Tag. Wir gehen mit großem Selbstbewusstsein in diesen Wahlkampf zu den Europawahlen 2014. Wir wissen, dass diese Europawahlen für die weitere Entwicklung der Europäischen Union eine besondere Rolle spielen. Die Linke in Deutschland und die Linken überhaupt haben Rückenwind. Entscheidung, Alexis Tsipras zum Spitzenkandidaten der Europäischen Linken aufzustellen, haben sich die Linken in Europa geöffnet. Wir als Linke in Deutschland haben daran einen großen Anteil. Wir schöpfen unser Selbstbewusstsein aus einem einfachen Fakt. Wir sind die einzige Alternative zu Merkels Europa der kalten Herzen. Die maßgeblich von Deutschland initiierte Politik der drastischen Kürzung der öffentlichen Haushalte im Namen der globalen Konkurrenzfähigkeit hat die Europäische Union geradewegs in eine schwere Legitimationskrise gestürzt. Viele Bürgerinnen und Bürger sind mit uns einer Meinung, wenn wir sagen, die Europäische Union, die sich nur als Markt für den freien Verkehr für Waren, Kapital und Dienstleistungen definiert, dient nicht ihren Interessen. Eine EU, die nach wie vor Marktradikalität, Liberalisierung, Privatisierung der öffentlichen Dienstleistungen, der öffentlichen Güter, des öffentlichen Eigentums und der Sozialsysteme vorantreibt, verliert die Zustimmung der Mehrheit der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger. Das Projekt der europäischen Integration wurde über Jahrzehnte von der Hoffnung auf Frieden, Demokratie, des sozialen Fortschritts und der Solidarität getragen. Das ist die europäische Idee, für die wir stehen. Wir treten ein für die Verteidigung und Stärkung der sozialen und libertären Rechte aller in der EU lebenden Menschen. Das ist unser Gegenprojekt zur Union der Banken und der Märkte. People's First. Wir wollen, dass die Institutionen der Europäischen Union den Verpflichtungen, denen sie mit der Unterzeichnung der Europäischen Grundrechtecharta und dem Beitritt zur UN-Menschenrechtskonvention eingegangen sind, nachkommen. Keine Troika und keine sogenannten Rettungspakete dürfen auf die Aussetzung von Menschenrechten zielen. Wir werden dazu nicht schweigen. Und im Übrigen ist das aus unserer Sicht auch der beste Weg, um aktiv gegen Rechtsextremismus, zunehmenden Nationalismus, Nationalpopulismus einzutreten. Wir treten an, um Europa sozialer, gerechter und friedlicher zu machen. Wenn auf dem reichsten Kontinent der Erde inzwischen wieder ein Viertel der Menschen in Armut lebt, dann kann es für die Politik nur eine Priorität geben: Vorfahrt für soziale Sicherheit, Vorfahrt für gerechte Löhne und Renten, Schluss mit der Politik der Bankenrettung auf Kosten der Mehrheit. Wir wollen nicht mehr und nicht weniger als eine Gerechtigkeitswende für Europa. Wir werden im europäischen Wahlkampf mit konkreten Vorschlägen punkten, und zwar konkrete Vorschläge, die direkt auf das Leben der Menschen zielen. Wir wollen eine Europäische Union der sozialen Rechte. Dazu gehören für uns soziale und ökologische Mindeststandards. Dazu gehört für uns die Durchsetzung armutsfester Mindestrenten, Mindestlöhne und Mindesteinkommen, und zwar EU-weit. Dazu braucht es eine Revision der europäischen Verträge. Merkel und andere wollen die Verträge öffnen, um ihre Vorstellung von der Vormacht der Banken sowie der global und europäisch organisierten Wirtschaft festzuschreiben. Wir wollen dagegen die Lebensinteressen der Menschen in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen einen europäischen Sozialpakt. Wir wollen gemeinsame Ziele, gemeinsame Strategien, gemeinsame Kriterien zur Beseitigung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Wir wollen die Menschenrechte zur Versorgung von Energie, Wasser, Wohnen, gesundheitlicher Vorsorge und Behandlung, Kultur, Bildung und Ausbildung
Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen festschreiben. Diese Rechte kann kein Mitgliedstaat allein für sich durchsetzen und garantieren. Dafür brauchen wir die Europäische Union. Das kann der Mehrwert der Europäischen Union sein, den sie für alle Bürgerinnen und Bürger, für alle Menschen, die in der EU leben, mit sich bringen kann. Der Mindestlohn muss bei 60% des nationalen Durchschnittslohns liegen. Mindestrente und Mindestsicherung bei 60% des mittleren Einkommens in den Mitgliedsländern. In dem Europa, für das wir streiten, fällt niemand in Armut. Die Standards für Arbeitszeiten und Arbeitsschutz müssen auf dem höchstmöglichen Niveau harmonisiert werden. Wir wollen eine EU-weite Höchstarbeitszeit von 40 Stunden pro Woche. Wir wollen die großen Lohndifferenzen zwischen Männern und Frauen für gleiche und gleichwertige Arbeit überwinden. Die Frauen in der Bundesrepublik Deutschland können hier von der Europäischen Union, von den Erfahrungen in anderen Mitgliedsländern profitieren. Außerdem wollen wir das Steuerdumping innerhalb von Europa durch Mindeststeuersätze für Unternehmen eindämmen. Die Bekämpfung der Banken- und Wirtschaftskrise wollen wir vom Kopf auf die Füße stellen. Hilfsprogramme müssen künftig an 4 Bedingungen geknüpft werden. Reiche und Vermögende müssen zahlen. Banken müssen getrennt, verkleinert und scharf reguliert werden. Rüstungsausgaben müssen auf 0 gefahren werden. Und schließlich muss die Kürzung von Löhnen, Renten und Sozialleistungen ausgeschlossen sein. Wir wollen, dass Europa mehr Demokratie wagt. Wir brauchen verbindliche EU-weite Volksentscheide zur selben Frage am selben Tag. Die Macht der Bürokraten und Lobbyisten in der EU muss eingedämmt werden. Dazu gehört im Übrigen auch das EU-weite Verbot von Unternehmensspenden an Parteien, einschließlich des Sponsorings. Ausscheidende Kommissare müssen für 5 Jahre in ein politisches Abklingbecken, bevor sie Führungsfunktionen in der privaten Wirtschaft oder in Verbänden übernehmen dürfen. Im Bereich der Außenpolitik laufen unsere Vorschläge auf einen strikten Gewaltverzicht hinaus. Wir halten fest am Ziel einer strikten Entmilitarisierung der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten. Die Rüstungsexporte müssen verboten werden. Wir treten für ein neues Mandat der Handelsbeziehungen zwischen der EU und den anderen Regionen der Welt ein. Die Auseinandersetzung um Freihandelsabkommen wie TTIP mit den USA stellen wir in den Mittelpunkt. Obama sagt, er unterschreibe kein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union, das soziale, ökologische und demokratische Standards abbaue. Wir werden ihn beim Wort nehmen. Wir verlangen das Gleiche von den Verhandlungspartnern seitens der Europäischen Union. Wir wollen auch nicht, dass dieses Abkommen zur weiteren Deregulierung der Finanzmärkte, zum vorbehaltlosen Schutz von Investitionen führt. Wir wollen im Gegenteil, dass Konzerne mit Sitz in der Europäischen Union gezwungen werden, ökologische, demokratische und soziale Standards weltweit einzuhalten. Wir wollen Schluss machen mit der Straffreiheit von Konzernen, die diese Pflichten bewusst verletzen. Ein Zurück zu nationalen Egoismen ist für uns keine Lösung. Der politische Kompass ist klar. Rechts stehen diejenigen, die Nein zur europäischen Solidarität und Ja zum Sozialabbau sagen. Wir sind links. Wir sagen Ja zu Europa und Nein zum Sozialabbau. Wir wollen bei der Europawahl in Deutschland das Ergebnis der Bundestagswahlen bestätigen. Wir wollen als europäische Linke im Europäischen Parlament drittstärkste Kraft werden. Die Chancen dafür sind gut. Wir werden als Linke im Europaparlament genau für die Politik, die ich eben beschrieben habe, einstehen. Und genau dafür werben wir um die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland. Vielen Dank.